Ach, ist egal. Ja, das ist kein Ding. Ich habe ja hier meinen ganzen Stream-Kram, habe ich ja auf einer Linux-Kiste laufen. Er hat einen String, aha, okay. Ich habe ja drei Rechner. Wenn ich am Stream bin, habe ich aber drei Rechner. Ich habe einen, über den ich spiele, über den einen, der das Zeug runterkomprimiert zu Twitch und ein anderer, der das Signal mit abzwackt und da läuft doch der Chat drauf. Ich mag es gern umständlich. Das ist so mein Ding. Willkommen erstmal im Stream, Herr Zero, und wir spielen auf dem Pink Perfect Germany Server. Und ich bin der Meinung, 50 Leute auf dieser Riesenmap sind ein Stück zu wenig. Richtig. Oh, Daumen ist auch da. Oh, hallo Daumel! Daumel war vorhin schon da. WB eher dann sozusagen. Ja. So, Das hier wäre dann die richtige URL. Moment, ich poste die mal ins TS rein. Jo. Inselgümmeln. Wer war denn der Kreativling, der das erfunden hat? Inselgümmel? Keine Ahnung, wer Auf sowas diesem macht, das Server, ist. auf diesem Server alle Channel, die ich benenne, steckt immer das Wort Gümmeln drin. Ach so, okay. Gümmeln, okay. Du magst Gümmeln, ja? Ja, Verstehe. Gümmeln ist halt ein Wort, was ich irgendwann begonnen habe zu benutzen. Aha. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich benutze es reichhaltig. Es hat was mit Gümmeln zu tun, würde ich sagen. So, dann machen wir mal die URL vervollständigen. Jetzt muss ich mal wieder kurz warten. Jetzt würde ich ja gleich 7 Ist Millionen witzig, wie Lecks das hier so bekommen. aussieht mit dem Dreier, ne? Das ist sozusagen Ah, jetzt das hier ist aber fehlt mit noch dem einer, Chat müssen bei wir mir noch dann eine ganz Treppe blöd, wie ich hier hochgehen. sehe. Solange mein Chat fehlt, ist es in Ordnung, weil mein Chat kann mich ja auch anders verfolgen. Nee, das Aber geht bei mit mir gar nicht. Ich krieg dann hier ein Darstellungsproblem. Ich muss wieder zurück. Ich darf mir nur zwei anzeigen lassen. Das geht gar nicht. So halb ist denn noch so an der Seite, aber dann es dauert's wieder. Ah, komm, lade, Na, lade, ich lade. finde es halt besser, wenn man das über Multistream. Multistream? Ne, wie heißt denn das Ding? Also dieses andere Ding, nicht das, was ihr nutzt, sondern doch Multistream.eu müsste das, glaube ich, sein. Aha. Wenn ich mich, oder Multistream TV, weil dann hast du halt die Chats als Tabs. Das heißt, dass du halt klicken musst, in welchen Chat du willst und nicht alle Chats gleich angezeigt Ah werden. ja. Das finde ich halt praktischer. Ne, weil hier Ich. ist es ja so, du hast ja die Streams auf der linken Seite. Ja. Nebeneinander, untereinander, wie auch immer, und dann auch gleich rechts daneben die Chats. Das finde ich ein Gut. bisschen komisch, weil du musst ja nicht zwingend immer alle Chats gleichzeitig lesen wollen, finde ich. Wie speichert man auf dem Server seine Punkte? Gar nicht, das passiert automatisch. Ja. Genau. Du kannst, es wird vom der Server greift, glaube ich, mittlerweile 15 Minuten einen Speicherpunkt von dir ab, wenn ich mich nicht So. irre. Ja. Ja, Und beim Ausloggen noch mal das explizit. sind zwei Raptoren. Ja. Na toll. Und ich bin der Grund, dass Otti vorhin gestorben ist. Ja, weil ich Ja. den Server geschrieben habe und in dem Augenblick kam Ja, und Raptor, genau in dem Augenblick hat mich gebissen. ich laufe in deine Richtung, wo du verschwunden warst und dann dreimal darfst du raten, was mich dann angeguckt hat. Hallo. Dann macht das kurz. Ja, und dann habe ich dann irgendwie nur was Duden aus mir sehen. Dachte, ich bin ein Weibchen, was gerade ihre Regel hat. Ja, das kann passieren in der Regel. Ja, das ist Schweinerei. Und ich habe Ja, alles das ist. vollgedudelt. Das ganze Gras war rot. Ja. Okay, wie kann man das Layout noch irgendwie umstellen? Warum sind die Chats jetzt so geordnet? Ich weiß es nicht. Ja, das ist halt so eine Sache dann. Also da, wie gesagt, ich musste erstmal auf die Zweieranzeige wieder zurück, weil das hier bei mir ein bisschen anders sowieso läuft. Ich spiele es ja sozusagen an einen Computer. An einen, nicht mal an einen Monitor, sondern an einen großen Fernseher. Und habe die Auflösung ziemlich hochgestellt und habe dann The Isle eben in einen Fenstermodus. Dadurch ist The Isle etwas kleiner. Und daneben sind dann halt die zwei Chats dann so übereinander. Gut, ich werde jetzt erstmal auf Galli wechseln, weil bei mir ist es auch endlich soweit. Und dann können wir endlich mit unserer großen Kartenerkundungsreise Ja, vor beginnen. allen Dingen können wir mal gucken, ob wir Galli-technisch, wenn wir nebeneinander sind, vielleicht dann doch mal die Taste N drücken können. Weibchen. Ach, du bist das Weibchen, nur um das festzuhalten. Nee, nee, ich Ich habe wollte schon euch noch erst was gesagt, so zeigen, weit schon bist. was ich noch gesehen habe. Und zwar, ich habe gestern den Bruder von Grabschi hier im Spiel entdeckt. Der Bruder Ne, von du weißt ja, Grabschi. also Grabschi weiß ja, wer das ist, ne? Ich weiß, wie du meinst mit Genau Grabschi, so. ja. Und der Bruder von Grabschi war wie? Wie habe ich ihn genannt? Da habe ich, das ist jetzt auch nicht mehr. Ich habe mir nur Grabschi jetzt gemerkt. Na, Grabschi war der mit der Grabschhand und den Wurstfingern. So, und sein Kumpel, der sah genauso aus wie Grabschi, bloß der hat noch eine Eigenschaft gehabt, die Grabschi nicht hatte. Er ist drunken gezuppelt, deswegen habe ich ihn Zuppli genannt. Und ich habe festgestellt, Zuppli. wenn du, ich spiele ja hier das Spiel mit dem Joypad,
Und wenn man die Kamera dreht und die Spielfigur sozusagen, also du hast die Kamera hinter der Spielfigur und du läufst sozusagen gegen die Kamera, dann zuppelt der Kopf so ganz komisch nach links und rechts und sieht ja sehr lustig aus. Ah. Das hast du bei manchen Sinus sogar sehr intensiv. Ach so, okay, das ist Absicht. Ja. Okay. Also generell ist es ja das Head-Tracking, damit der Gegner sieht, wohin du schaust. Ja. Der ist durchaus gewollt zum Teil. Richtig. Übrigens, Daumekäfer schreibt, Gümmeln soll laut Internet von Gammeln kommen. Ah, da habe ich sogar immer in richtig in der Jugendsprache als Rumpimmeln. Bei Abpimmeln, das kenne ich auch. Okay, da komme ich aus einem ganz anderen Metier. Abpimmeln, ja. Wenigstens von uns dreien der Jüngste oder so. Nein, glaube ich nicht. Ich hatte schon ein Syndrom. Ja, ganz genau. Nee, also wenn man das schon so macht, dann muss man das so mal. Ja, wie soll ich euch auf den TS kommen? Ich habe auch schon Minecraft. Ich bin voll ganz gut und ich habe eine super Waffe. Wollt ihr die mal sehen? Kommt mal hier rein. Ich werde euch mal hacken. So in der Art ist das. Oh mein Gott. So, kennt man doch von YouTube die Standardvideos, diese typischen Hack-Kindervideos. Ja. So, ich sehe euch jetzt gerade nicht mehr. Bin ich irgendwo im ADW, wo ihr nicht seid? Oder? Das kann daran liegen, dass ich gerade in der Hocke bin. Und ich bin ganz woanders gespawnt. Ich bin gerade bei minus 500, positiv 200. Oh, also ich bin bei minus 450 zu minus 164. Bin noch am Wasser und die Raptorenmenge wird anscheinend hier langsam mehr. Ja, ja, die sammeln sich. Ich bin bei 600 plus und 250 plus. Das heißt, ich bin am weitesten entfernt. Das heißt, wo treffen wir uns? Bei was? Wo? Egal, hauptsache das Wasser in der Nähe. Kommt drauf an, ob du bald Progression machen kannst. Also. Na, 19 habe ich. Ich habe 19. Ja, also 11 Minuten. 20 sind jetzt. Also ich habe ja, weil ich mir dachte, ach gut, wenn ich jetzt die ganze Sache mit dem Stream hier einstelle, dann kann ich mich auch einfach lazy und leechend in die Pampa legen und mal kurz ein paar Bäumchen fressen und das war's dann. Das ist Herr Jones. Man nannte ihn auch Lazy Jones. Ich würde halt durchaus vielleicht den See als Startpunkt, weil können wir nochmal trinken, auffrischen, aber wir bräuchten halt vorher am besten alle drei Gullis. Ja. Damit wir gleich schnell reisen und dann auch mal erkunden. Wie viel Progression Points kriegst du pro Stunde? Pro Stunde, sag ich schon. Pro Minute als Vegetarian sind das. Also du kriegst alle, warte mal, jetzt muss ich überlegen. Alle 0,87 Minuten ein Progression Point als Pflanzenfresser. Alle volle Sekunde bekommst du ein Progression Point als Fleischfresser. So, jetzt haben wir's. Wie kann man die Koordinaten aufmachen? Mit der Einfügen-Taste. Exakt. Und da höre ich was Größeres wieder. Das mal hier Wasser finden, weil sonst verdurste ich hier gleich. Das Koordinatensystem ist das Debug-Menü, was zurzeit noch quasi drin ist. You wait up, boys. Ja. Ansonsten verdurste ich gleich. Und irgendwie habe ich hier einen großen... Ist das ein See oder ist das ein ausgetrockneter See? Das sieht irgendwie aus wie ein ausgetrockneter See, wo ich hier bin. Es ist wahrscheinlich ein ausgetrockneter See. Stöcker drin. Ja, ja, dann ist das die Wüste. Wie war es jetzt so? Ja, das nennen wir jetzt immer die Wüste. Okay. Lalala, ich glaube hier durch den... was ich sagen muss, was ich ein bisschen komisch finde, ist, was sie jetzt irgendwie geändert haben an der Engine, oder ist es mir vorher nicht aufgefallen? Also ich muss erstmal sagen, seitdem ich hier das Upgrade habe, das Spiel läuft wesentlich flüssiger. Da, guck also mal, da ist der Rex. Bei permanent 60 Frames. Aber irgendwie habe ich jetzt so einen Gitter-Effekt für Sachen, die in der Entfernung liegen. Das sieht irgendwie komisch aus, als ob da irgendwie, weiß ich nicht, so ein Gitter-Drahtmaschenzaun in der Entfernung stehen würde. So sieht das aus. Maschendrahtzaun, das geht dann schon los hier. Sieht komisch aus. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß mal, dieses Aufbauen dann, wenn Objekte reinplöppen. Auch in größerer Entfernung. Das meine ich nicht, sondern das ist halt... Als ob das sind zwei Rexe! So sieht das aus. Das ist ein Fog-Shader, genauer gesagt. Der soll die Entfernungsblur darstellen, ist aber von etwas niederer Qualität, deswegen du die einzelnen Berechnungsblöcke siehst letztlich. Ja, genau, das sieht halt sehr, sehr eigenartig aus. So, wie so alte Gift-Grafiken sieht das aus. Ja, genau. Ja, das sind zwei Rechse übrigens jetzt am See. So, ich bin jetzt auf dem Weg. Oh, ich laufe irgendwie in die falsche Richtung. Ich muss. Es muss ich ja weniger werden, ne? Wir treffen uns wo nochmal? Habe ich vergessen. Bei minus 400, minus 200. Ach, Alter, das ist ja am Arsch der Welt. Da muss ich ja immer quer. Ich weiß mittlerweile nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, oder
Ich würde einfach sagen, wir müssen erstmal gucken, dass Lordi auch ein Galli wird und dann treffen wir uns. Die Frage ist halt, wo gibt's noch Wasser? Ja, das ist es dann, ne? Ich muss auch noch kurz eine andere Frage fragen. Wenn ich jetzt evolutioniere, dann spawne ich wieder irgendwo oder da? Genau, dann spawnst du irgendwo random. Achso, also ist es Wumpe, dass wir uns jetzt gerade nicht sehen, sondern... Richtig, das ist jetzt total Wumpe. Wenn ich evolutioniert bin, dann okay. Genau. Du kannst da auch direkt am Anfang, das Wasser sollte reichen, dass du auf jeden Fall einmal evolutionieren kannst. Ja, ja, ich habe noch nicht gesoffen und ich bin jetzt gerade bei 23 Punkten und ich gehe mal von aus, mit meinem Blaseninhalt sollte ich schon noch ein Weilchen überleben. Du verlierst ein Punkt Wasser jede Minute, scheint es. Also ist das, was ich beobachtet habe. Data Mining, wow. Aber ich muss wirklich sagen, also die Performance hat sich wirklich extrem verbessert, weil vorher hatte ich gerade bei maximalen Details, weil ich ja so eine Grafikhure bin, habe ich irgendwie eine FPS gehabt von 15 und jetzt ist sie flüssig bei 60 und das ist schon ein großer Fortschritt. Muss ich auch mal gucken. Also wirklich, ohne FPS. Scheiß, das war vorher grausam mit diesem anderen Gras, was irgendwie immer komisch ausgeleuchtet war. Also an allen Stellen war das gleich hell und das war grausam. Ne? Also das hat irgendwie die ganze Grafikperformance aufgefressen. Jo. So, jetzt renne ich hier irgendwo in der Pampa rum. Ich bin jetzt bei 24, wie weit seid ihr? Also ich sehe jetzt den lieben Exo schon, ich bin fast wieder bei den See. Aber ich würde dir... Sollte sagen, bleib du einfach am Leben und sieh, genau, dass du Galli wirst. Und dann treffen wir uns. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Ja. Ist bei dir auch Wasser oder bei dir trocken aktuell? Bei mir ist... Nee, bei Otti. Achso. Ja, ich bin fast an den Seen, also Wasser. Ich bin ja quasi fast wieder da, wo wir eben die ganze Zeit rumgelungert sind. Also bei dem Wasser, wo ich hier gerade bin, wie gesagt, zwei Rexe und jede Menge Raptoren. Raptorenmenge kann ich nicht zählen. Ja, ich nehme den anderen See, da wo wir uns zuerst getroffen haben. Das ist ja die Great Lakes, das sind ja zwei, drei Seen. Was? Jo, dann steh nochmal auf, dann komme ich zu dir. Ja, ich sollte laufen, du solltest mich sehen. Nee. Ich humple. Ich humple. Also ich hab dich zumindest eben gesehen. Ich humple immer noch. Scheiße, aber ich bin irgendwie von der Klippe gefallen und dann irgendwie, weiß ich nicht. Zwei Sekunden danach hat er es knack gemacht. Okay. Nachdem ich aufkam, also es war irgendwie leicht asynchron. Ja. Ja, man merkt auch schon, die Performance des Servers geht so ein bisschen wieder zurück. Ja, sind auch, glaube ich, wieder mittlerweile doch ein paar Spieler mehr drauf. Also es waren vorhin, als ich raufgegangen bin, knapp 50, also fast max. Aber ja, ich muss schon sagen, also ich teile eure Ansicht, dass das zu wenig ist für die Größe der Karte. Ja, ja. Bye bye, Daumen. Jo, bye bye, man sieht sich und lass dich nicht ärgern. Vor allem nicht von hungrigen Raptoren. Ja, oder Rexen. Kann ich auch evolutionieren, wenn ich verletzt bin? Ja, ja, das geht auch. Hauptsache, du hast die Punkte. Das Problem ist nur, dass du durch Gesundheitsabzug auch Progression Points verlierst. Ach so? Ja. Die steigen noch bei mir. Okay. Ich schlepp mich gerade hier zu diesen netten Baumgruppen, die ich gleich verspeisen werde. Oh. Hat da jemand Hungry Eyes? Apropos, jemand gefragt, habt ihr das Problem mit Stream-Snipern? Das heißt, so Leute, die euch dann auflauen und euch dann essen wollen? Habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Ah, okay. Das ist ein komischer Begriff, ne? Wenn man sagt, so Stream-Sniper, man weiß zwar, was gemeint ist, aber übertragen aufs Spiel... Naja, wie gesagt, habe ich noch nicht gehabt, dass da irgendjemand mich auflungert. Auch bei Elite Dangerous habe ich das noch nicht gehabt. Wie gesagt, ich hab insgesamt sehr nette Zuschauer. Die haben dich erst sehr höflich gefressen. Die haben dich erst gescheucht. Einen schönen guten Tag. Pirems. Ich hoffe, das spricht man so richtig aus irgendwie. Und herzlich willkommen hier im Stream. Bei den Dinosauriern. Heute nicht ganz alleine, sondern mittlerweile zu dritt. Das ist einmal der Herr Ottwald. Nein, zu dreit musst du sagen. Und der Herr Lord, das ist die Lordschaft. Der hat sein eigenes Anwesen, sein eigenes Weingut. Und der Herr Ottwald ist Programmierer bei EA.
Genau, das haben wir es wieder mal doch gesagt. Und wir müssen ihn immer flamen dafür, dass er so miese Qualität abliefert. Genau, also ich spiele immer so die Spiele, was die sozusagen hier rausrücken. Manchmal kriege ich ja von Key von den beiden. Und dann spiele ich das und dann ist das halt so, wenn ich ein bisschen schlecht spiele oder... Sagt man immer, Einbildung ist auch eine Bildung, war, oder? Ja, aber ja, einfach Matze. Matze ist einfach, kann ich mir gut merken. Das funktioniert. Jo. Na, das ist doch schön. Ja. Einfach mal Matze. Ja. Also mein Wasservorrat, der geht zur Neige, aber ich glaube, ich sollte die 3 Minuten noch überstehen. Ich höre hier Geräusche. Bist du das gerade gewesen? Nein, ich habe noch nicht einen Laut von mir gegeben. Ich sitze, wie gesagt, zurzeit bei minus 411, minus 210 in einem Busch. 210, ich bin bei 96 minus. Ja, das ist, ich hab ja gesagt, ich bin an den anderen See gegangen, der in der Nähe ist, da wo wir uns zuerst getroffen haben. Wann heilen die Brüche, wenn man vollen Mageninhalt hat? Naja, ganz voll. Ups, jetzt krieg ich Schluck auf. Muss er nicht sein. Der sollte aber über 30% sein. Ja, also dein Bruch wird nicht heilen, aber du kannst ja zum Glück gleich upgraden. Ja, 28, noch 2 Minuten, glaube ich. Ja. Oh, doch, er ist geheilt. Oh, ich bin jetzt normal laufen. Na, sauber. Ich freue mich meines Lebens. Und jetzt kommt so ein Raptor und frisst mich und sagt, verarscht. Also ich war vorhin echt schockiert, wie der Raptor mich platt gemacht hat. Also, wow. Ich dachte auch nicht, dass der mich kriegt. Ich bin weggelaufen, dann habe ich bloß dieses komische Geräusch gehört, wie wenn so eine Klinge durch Fleisch geht. Und dann habe ich es bloß suchen sehen. Ah. Und dann kam er, dann habe ich mich hinlegen müssen. Dann ist er auf mir gelaufen und dann hat er mich gefressen. Und ich habe dann nur das Fressgeräusch gehört. So. Er ist auf dir gelaufen. Das klingt ein bisschen komisch. Na, besser als... Ich habe 35 Progression Points. Du wartest ja jetzt schon wieder Zeit, bis ich da gewechselt habe. Ich habe schon wieder 11 zusammen. Aber was haben wir hier? Water Source, einen Guide. 29, ich glaube, ich hab's gleich. Also mein Blaseninhalt ist auch gleich leer. Das heißt, dein Blaseninhalt ist gleich leer. Ja, ich könnte ihn das ist ein ernstes Thema. Ja. Theoretischerweise könnte ich ja wechseln. Man kann seinen eigenen Urin durchaus zu sich nehmen, das geht, weil der erst theoretisch, wenn du keine Blasenentzündung hast, keimfrei, sobald er rauskommt. Ja, das Problem ist, dass du dir jede Menge Materialien wieder zufügst, die dein Körper eigentlich loswerden wollte. Ja, aber es geht ja nur um die Flüssigkeit. Ja, klar. Es ist ja auch bei den einen Stephen King-Roman hier. Wie wäre man das? War das S oder war das sie? Nee, es war bei sie, wo der eine Schriftsteller da gefangen genommen ist im Bett da. Und dann nachher mit einer kaputten Schreibmaschine da sie für sie da so schreiben soll, genau. Ah, okay. Ja. So, ich liege jetzt erstmal hier im Gras. Los, komm, du scheiß letzter Punkt. Ja, was soll ich machen? Soll ich die nächste Stufe machen oder soll ich auf euch warten, dass ich auf Galli bleibe? So, ich bin jetzt so weit. Warte mal, jetzt kann ich Escape drücken und dann den Progression in einer Minute machen. Dann können wir dann gleich loslatschen und... Na, mal gucken, wo ich dann spawne. Aber ich sollte dann irgendwo hoffentlich bei euch in der Nähe spawnen. Und es ist ja immer ein bisschen schneller, wenn du mit einem Galli durch die Gegend rennst. Ja. Ja, aber wir können ja dann dir entgegenlaufen und beginnen dann dort und dann unsere Rundreise. Richtig, genau. Ja, ich habe so ein komisches Orientierungs... Problem? ...Gefühl in diesem Spiel. Aha. Und Ottwald hat mich letztens darauf aufmerksam gemacht. Du, das Letzte, das musst du nicht angeben. Das ist bloß die Höhe. Ich sag so, oh, okay. Weil er ist immer irgendwie da hingelaufen zu den Koordinaten, die ich ihm gesagt habe. So, das ist hier nicht. Doch, hier bin ich. Da. Hä, lies mir bitte nochmal die Koordinaten vor. Und ich so, bla 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 bla. Ja, das Letzte ist doch nicht die X-Koordinate, sondern das ist die Höhe und die brauche ich nicht zu wissen. Das ist die Höhe. Ja, Höhe war's. So. Ich gehe jetzt, ich bin jetzt in dem Ding und jetzt gehe ich auf Herbs und dann auf Galli, ja? Und dann gehe ich auf Unlock. Ja. Warum ist das Ding noch grau? Weil du ein paar Sekunden warten musst, bis du wechseln darfst. 40 Sekunden Progression. Genau. Ja, hab ich ja schon. Das, jetzt bin ich ja schon in der Liste. Oh, wie viele Punkte hast du denn? Kann ich das noch irgendwo anders hin? 30 steht hier. Ja, dann müsstest du können. Ne, aber der Unlock-Button ist ausgegraut. Hast du nochmal den angeklickt, den Galli jetzt nochmal? Also ist jetzt nur der Dryo, der ist unlockbar, so, aber den habe ich ja schon. Ja, du musst mach mal was ganz anderes, geh mal auf die Carnivore-Seite und drück jetzt mal. Jetzt habe ich nur noch 20, weil ich gleich verdurste.
Ja, ich brauch Wasser. Da. Ich brauch Wasser. Wo ist Wasser? Gib mir Wasser. Scheiße, ey, aber das mit dem Wasser suchen ist echt so ein Ding. Ja. Okay, jetzt muss ich doch mal Wasser suchen, weil es hat.